Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Wenn bei Ihnen ein Tumor diagnostiziert worden ist, dann stellen sich viele Fragen, denn dann geht es darum, die bestmögliche Behandlung für Sie zu finden. Und dann fragt man sich, was ist zu viel, was ist zu wenig, was ist gerade richtig und wo soll auch die Behandlung stattfinden? Man möchte einerseits alles aus einer Hand, auf der anderen Seite soll es doch so weit in der Nähe sein, dass man uns gut besuchen kann und dass wir auch schnell wieder zu Hause sind. Bei mir ist Professor Dr. Axel Matzdorf. Er ist Chefarzt der zweiten medizinischen Klinik am Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt und dazu gehört auch die Hämato-Onkologie. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Matzdorf. Wenn bei mir ein Tumor festgestellt wurde, wie entscheide ich denn jetzt, wo ich am besten aufgehoben bin? Ja, also erstmal vielen Dank für diese einleitenden Worte. Hämato-Onkologie ist die medizinische Fachrichtung, die sich mit Tumorpatienten beschäftigt. Und diese Frage, wo gehe ich am besten hin und wie werde ich am besten behandelt, stellen sich heute, ich darf sagen, leider nicht wenige Leute. Die Hälfte aller Personen, die um 1960 geboren sind, wird irgendwann mal eine Tumorerkrankung erleiden. Bei den älteren Patienten erreicht die Zahl der Tumorpatienten fast die Zahl der Patienten, die Herzerkrankungen, Herzinfarkt haben. Also es ist keine seltene Erkrankung und wir sehen auch in der täglichen Presse, dass der eine oder andere bekannte Schauspieler an einer Tumorerkrankung erkrankt ist. Und somit ist die Frage für viele Patienten, viele Mitmenschen und auch viele Freunde, wo gehe ich denn am besten hin? Wie versorge ich mich am besten? Die erste Antwort, die ich meinen Patienten gebe, wenn jemand neu mit einer Tumorerkrankung vor mich tritt, ist, dass er am besten dorthin geht, wo er die Ärzte kennt, wo er nicht viele Wege haben muss, um alle notwendigen diagnostischen Schritte und therapeutischen Schritte zu erreichen und was auch in der Nähe seines Wohnortes, Heimatortes ist. Denn gerade wenn wir an die älteren Patienten denken, man hat eine Tumorerkrankung, man bekommt eine Chemotherapie, man wird operiert, will man dazu 200 Kilometer in ein anderes Zentrum fahren und vielleicht auch keinen Besuch bekommen? Also das sind alles Fragen, die wir auch berücksichtigen müssen, neben der Chemotherapie, Bestrahlung, Operation. Unsere Patienten sind üblicherweise in ein Umfeld, Familie, Beruf, Lebensort eingebettet und da will man sie nicht herausreißen. Ja, genau. Die Nähe wäre ja auch selbst dann attraktiv, wenn man jünger wäre und noch Kinder zu Hause hat, die vielleicht auch betreut werden müssen. Beziehungsweise. Das ist sowohl für die Älteren als auch für unsere jüngeren Patienten ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht können wir da nachher noch drauf eingehen. Ja, genau, auch die ambulante Therapie danach. Also viele spricht für eine Nähe, aber man denkt ja häufig, ach, was bei mir in der Nähe ist, das ist ja sicherlich dann auch nicht so umfassend und nicht so groß. Aber bei Ihnen zum Beispiel finde ich ja ein Zentrum. Was ist der Vorteil eines Zentrums oder was ist ein Zentrum überhaupt? Vielleicht mögen Sie uns das erklären. Ja, die Medizin hat sich in den letzten 30 Jahren verändert. Als ich angefangen habe mit Tumorpatienten, gab es in der Klinik eine Abteilung, die hat sich mit Tumorpatienten beschäftigt. Und da gingen die Patienten vorne rein und kamen am Schluss der Behandlung wieder raus. Heute ist das anders. Wenn man eine Tumorerkrankung hat, dann geht man zum Chirurgen, man geht in eine Röntgenabteilung, man geht zu einer Strahlentherapie, man bekommt Chemotherapie. Auch die psychologischen und psychosozialen Fragen müssen besprochen werden. Also es sind viele Spezialisten in die Behandlung unserer Tumorpatienten involviert. Und ich glaube, ich sage nichts, was Ihnen fremd ist. Wenn man Termine haben will und von Pontius zu Pilatus rennt, dann ist man Wochen, Monate beschäftigt. Und deshalb ist man hingegangen und hat das geändert. Man hat gesagt, warum muss der Patient zu den Spezialisten gehen? Nein, die Spezialisten kommen zum Patienten. Und ein Tumorzentrum ist ein Zusammenschluss von Experten, die sich auf Tumorbehandlung spezialisiert haben, wo ein Patient am Ort alle Fachrichtungen vorfindet oder zumindest fast alle Fachrichtungen. Was hat das für Vorteile? Es hat für den Patienten den Vorteil, dass er zeitnah, nicht über 3 Monate, sondern innerhalb von 1, 2, 3 Wochen, dass er personennah immer durch denselben Arzt begleitet oder einen Hauptansprechpartner hat und ortsnah alles vorfindet, um seine doch sehr schwere Erkrankung behandeln zu können. Es hat auch für den Arzt einen Vorteil, denn niemand soll sich heute hinstellen und sagen, ich weiß alles über eine Tumorerkrankung. Er kann seinen Kollegen fragen, er kann ihn auf dem Weg im Flur fragen. Es ist eine Behandlung der kurzen Wege, nicht nur für den Patienten, sondern auch für die beteiligten Ärzte. Und es geht schneller,
Es geht persönlicher, man sieht nicht dauernd fremde Gesichter. Und deshalb sagen heute viele Kliniken, wir bilden ein Tumorzentrum, wir gründen ein Tumorzentrum. Ich glaube, die Frauen mit Brustkrebserkrankungen haben uns da viel gezeigt, die waren nämlich die Ersten. Aber wir machen das auch für Darmtumoren oder generell ein Zentrum, was sich auf die Behandlung aller Tumorerkrankungen spezialisiert hat, gibt es auch. Und so etwas haben wir in Schwedt erreicht. Die Chirurgen, die Röntgenabteilung, die ganzen anderen Abteilungen, Urologie, Hals-Nasen-Ohrenklinik und auch die Onkologie sitzen regelmäßig zusammen, beraten. Nicht über Fälle, sondern über Menschen, über unsere Patienten, wie sie am besten versorgt werden können. Und von Patient zu Patient, oder? Also ein bestimmtes Krankheitsbild kommt dann sozusagen bei Ihnen auf den Tisch? Naja, auf den Tisch nicht. Also ich will es am Beispiel einer Tumorkonferenz machen, die einmal in der Woche stattfindet, wo geschildert wird, dass der Patient XY ja, jetzt vor kurzem mit einem Darmtumor oder einem Brustkrebs diagnostiziert wurde. Und dann sagt der Gynäkologe, er würde diese Operation vorschlagen. Der Onkologe sagt, er würde diese begleitende Chemotherapie vorschlagen. Die Röntgenabteilung sagt, wir müssen diese und diese Untersuchung vielleicht noch anbieten. Und am nächsten oder übernächsten Tag hat der Patient einen Termin mit seinem Arzt, nicht mit irgendeinem Fremden, der ihm diese Schritte dann erklärt und durch diese Behandlung führt. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Tumorerkrankung, eine Frau mit Brustkrebs, hat von ihrem niedergelassenen Gynäkologen gesagt bekommen, du hast da einen Knoten in der Brust und dann ist man natürlich erstmal wie erschlagen. Ja. Die Gedanken drehen sich darum, wie kann ich diese Krankheit überstehen, wie wird meine Familie damit fertig, wie gehe ich durch diesen ganzen Prozess und man hat vielleicht von Angehörigen und Freunden, ich glaube, jeder hat in seinem Bekanntenkreis Patienten heutzutage, die Tumorerkrankung haben. Mhm. Man hat ja Gutes gehört, aber man hat manchmal auch Schweres gehört und der Patient kommt mit diesen Sorgen erstmal in die Ambulanz. Mhm. Und meine Erfahrung ist erstens, man soll sehr offen über die Situation sprechen, nicht so wie früher, wo man dem Patienten vielleicht nicht immer ganz die Ernsthaftigkeit der Situation dargestellt hat. Ja, also er hat es sich erklären lassen müssen durch Freunde und Bekannte dann wahrscheinlich auch. Ne? Und die ganzen Schritte der nächsten Tage, man ist wie überrollt und da ist es sehr gut, man hat einen persönlichen Ansprechpartner. Mhm. Man kann nicht erwarten, dass man in der ersten halben Stunde alles versteht, was da auf einen zukommt, aber man kann erwarten, dass man einem Arzt seines Vertrauens gegenübertritt, der einem dann heute oder vielleicht in 3 Tagen nochmal oder vielleicht in einer Woche nochmal alle notwendigen Schritte erklärt und auch begleitet. Und dann schließlich auch in die Therapie führt, die sich heutzutage doch sehr verändert hat im Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren. Heißt das, dass man auch nicht mehr durchgehend im Krankenhaus bleiben muss, sondern zwischenzeitlich auch nach Hause kann und dann wieder hingeht? Wie ist das bei Brustkrebs? Also ich bemühe mich bei allen unseren Patienten, dass sie möglichst wenig Zeit im Krankenhaus verbringen. Das gilt, dafür gibt es viele Gründe. Wenn man krank ist, möchte man nicht auch noch in diesen Stationsablauf eingegliedert sein und sich doch fühlt sich einfach besser, wenn man bei seiner Familie ist. Wir werden versuchen, so viel wie möglich der anstehenden Therapie ambulant durchzuführen. Das geht bei vielen jüngeren Patienten ganz unproblematisch. Die Therapien sind heutzutage auch darauf ausgerichtet, dass man in den allermeisten Fällen diese Therapien ambulant anbieten kann. Und wenn wir einen Patienten haben, der eingeschränkt ist, der Behinderung hat oder vielleicht auch der älter ist oder der sehr unsicher ist, vertrage ich diese Behandlung? Mhm. Natürlich haben wir dann im Hintergrund den stationären Bereich und das ist ja das Gute. Wir haben einen ambulanten Bereich, eine Ambulanz und eine Station, die wird von denselben Ärzten betreut, sodass der Patient nicht dauernd andere Gesichter sieht. Ja, und Sie kooperieren, glaube ich, auch mit den niedergelassenen Ärzten dann, sodass man auch einen Teil da... Das ist vielleicht ein Vorteil einer Stadt wie Schwedt, dass man doch fast alle Kollegen ja, persönlich kennt. Und es geht kein Tag, wo nicht morgens oder mittags jemand anruft und sagt, hör mal zu, ich habe einen Patienten vor mir sitzen, der hat das und das. Und in der Regel sagen wir dann, schick ihn morgen oder schick ihn übermorgen vorbei, denn keiner will lange warten. Dieser kurze Draht wird von unserem Patienten als angenehm empfunden und er wird auch von uns Ärzten als angenehm empfunden, denn dann kann man sich gleich darauf vorbereiten und der Patient kommt nicht in eine fremde Klinik, in eine fremde Abteilung, wo er erstmal alles dreimal erklären muss. Sie hatten ja schon angesprochen, die Tumorpatienten werden immer älter oder beziehungsweise immer ältere, immer häufiger bekommen ältere Menschen einen Tumor, so. Wenn es dann in die höheren Jahre geht, dann ist das, glaube ich, auch schon so eine Frage, dass man die anders behandeln muss als einen jungen Tumorpatienten vielleicht, was Medikamente angeht, was Verträglichkeiten angeht. Wie gehen Sie da heran?
Da gibt es eigentlich zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, dass wir heutzutage Medikamente haben, die auch für ältere Patienten sehr gut verträglich sind. Wenn ich Ihnen sage Tumortherapie, dann denken viele Patienten daran, ich verliere die Haare, mir ist schlecht, ich muss brechen, ich habe Fieber, ich liege zu Hause und kann mich nicht mehr bewegen. Neue Therapien, Stichwort molekulare Therapien oder immunologische Therapien, machen keinen Haarausfall. Sicherlich, ich sollte Ihnen nicht auf die Schulter klopfen und sagen, alles wird gut, man hat seine Nebenwirkungen, aber sie sind auch für 80-Jährige, für 85-Jährige und ich muss Ihnen sagen, meine älteste Patientin ist 100 Jahre und nimmt ein molekulares Medikament für ihre Leukämie und sie verträgt es gut. Was ist das molekular in diesem Fall? Gut, das ist jetzt ein Begriff, der aus der medizinischen Wissenschaft kommt. Und wir wissen, dass bei vielen Tumorerkrankungen eine genetische Veränderung, ein Moleküldefekt, Ursache des Tumors ist, ihn auslöst und am Laufen hält. Und durch neue Medikamente, die exakt in dieses molekularen Defekt passen, kann man die Tumorerkrankung abschalten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Patienten sehr schnell erleben, bei manchen Leukämien, dass die Leukämie verschwindet. In den seltensten Fällen ist sie ganz geheilt, also irgendein paar Zellen bleiben übrig und man muss diese Medikamente über längere Zeit geben. Und deshalb sind es auch Medikamente, die relativ gut verträglich sind. Alte Chemotherapie-Medikamente können sie nicht über lange Zeit geben, das halten die Patienten nicht aus, aber diese modernen Medikamente kann man lange Zeit geben. Sie sind sehr wirksam, haben aber auch Nebenwirkungen und da kommt wieder das Zentrum ins Spiel. Wir sehen unsere Patienten regelmäßig. Wenn Nebenwirkungen auftreten, sehe ich, ich sagte zu den Patienten, sie sehen anders aus, als sie vor 3 Monaten ausgesehen haben, zum Besseren oder auch zum Schlechteren. Und da man den gleichen Arzt hat, fällt es auf. Wir kümmern uns also um den individuellen Patienten und es ist nicht ein Zentrum, wo sie hinreisen, einmal gesehen werden und wieder wegreisen. Wenn ich nochmal fragen darf zu diesen molekularen Medikamenten, was für Nebenwirkungen sind es denn dann, wenn es nicht mehr Brechreiz ist und Haarausfall und allgemeine Schwäche? Eine der häufigsten Nebenwirkungen sind leider Durchfälle. Ja. Und das ist gerade für unsere älteren Patienten doch sehr belastend. Es gibt Medikamente dagegen und man passt die Dosis an. In den allermeisten Fällen erreicht man doch eine Behandlungsmöglichkeit, dass der Patient sagt, ich nehme das so weiter und ich vertrage das ganz gut. Und ich kann auch wieder damit in Urlaub fahren. Das ist ja auch ein Punkt. Man will ja nicht nur am Ort festgebunden sein. Bei den immunologischen Medikamenten, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, das ist eine Revolution, die in den letzten Jahren auf uns zugekommen ist, bei Lungenkrebs. Wahrscheinlich auch beim Darmkrebs, beim Brustkrebs schon seit vielen Jahren, gibt es Immunmedikamente, die sich gegen den Tumor richten. Ich erkläre das meinen Patienten so, wenn wir Grippe haben, bildet das Körper Antikörper gegen Grippe. Und man kann heute Antikörper gegen Krebs herstellen. Und diese Immunmedikamente haben, ja, man kann mal Fieber entwickeln, man kann sich mal schlapp für 1-2 Tage fühlen. Man kann aber auch Hauterscheinungen oder andere Erkrankungen, andere Nebenwirkungen entwickeln, die ganz anders sind als das, was wir von Chemotherapien erkennen. Und deshalb sollten Sie in ein Zentrum gehen, was auch mit diesen neuen Therapien vertraut ist. Und ich denke, für die Klinik in Schwedt können wir sagen, dass wir nach dem Krebskongress eine Woche später, wenn sie denn verfügbar sind, diese neuen Therapien anbieten können. Also wir versuchen da ganz vorne dran zu sein, aber nicht ohne Augenmaß, was passieren kann. Man hört ja, man liest in der Presse immer wieder, dass diese Medikamente sehr teuer seien. Stimmt das? Also was passiert, wenn ich Kassenpatient bin? Zahlt das meine Kasse? Ja. Also danke für diese Frage. Ich habe ein Gesundheitssystem kennengelernt in meiner Ausbildung, wo das anders ist. Ich habe in den USA gearbeitet und dort müssen Patienten einen Teil der Medikamentenkosten selber tragen. Und sie überlegen sich dann immer, kann ich mir dieses Medikament noch leisten? Und ich bin sehr froh, dass wir diese Situation in der Bundesrepublik nicht haben. Egal, ob Sie Kassenpatient sind, Privatpatient sind oder ob Sie ein Patient sind, der aus einem anderen Land zu uns kommt und hier Hilfe findet. Wir können Ihnen alle Medikamente anbieten, die für diese Krankheit zugelassen sind, auch die modernsten Medikamente. Und wir müssen als Ärzte uns nicht rechtfertigen, wenn wir ein teures Medikament einsetzen. Ich möchte dies eigentlich nicht zum Thema zwischen Patient und Arzt machen. Und im Moment haben wir diese Situation, da bin ich sehr froh, dass wir darüber nicht reden müssen. Ja, das hört sich sehr gut an. Wenn wir bei den älteren Patienten bleiben, manchmal ist es ja doch so, dass der Krebs nicht heilbar ist und dass man insofern vielleicht nur noch lindern kann. Das Stichwort heißt palliativ. Auch dafür haben Sie eine Abteilung, oder? Ja, ich will es mal so rumformulieren. Man kann kein guter Krebsarzt, Onkologe sein, wenn man sich nicht mit Palliativmedizin auskennt. Ich denke, das ist eine der Grundvoraussetzungen, die wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass wir auch das können müssen.
Früher hat man vielleicht etwas hart gesagt zu den Patienten, ich kann nichts mehr für sie tun. Das ist falsch. Wir können immer was für unsere Patienten tun. Auch wenn man sehr eingeschränkt ist und diese Medikamente, von denen ich eben gesprochen habe, nicht mehr verträgt. Wir können immer was gegen Schmerzen tun. Wir können immer was gegen Luftnot tun. Wir können was gegen Schwäche tun. Und ganz wichtig, wir können auch einleiten, dass der Patient zu Hause versorgt ist. Da nennt das eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Gerade für unsere älteren Patienten, die zum Teil auch alleinlebend sind, ist das doch eine große Erleichterung zu wissen, auch wenn die Krankheit irgendwann mal voranschreitet, was leider bei vielen der Fall ist. Es kümmert sich einer um mich und ich sitze nicht alleine in meiner Wohnung mit dieser schweren Krankheit. Kommt dann jemand von Ihnen zu Ihnen nach Hause zum Patienten? Nein, es gibt einen ambulanten Dienst, das sind niedergelassene Kollegen, aber auch Pflegedienste. Und ich muss sagen, wir sind dabei, das aufzubauen in der Schweter-Region und ich halte das für einen ganz wichtigen Teil unserer Versorgung. Im stationären Bereich sind Oberärzte von mir und ich auch Palliativmedizin spezialisiert. Wir haben viele Patienten, die wir mit palliativen Fragestellungen aufnehmen, die dann keine Chemotherapie mehr kriegen, aber eine gute Schmerztherapie, sodass sie nach ein paar Tagen damit hoffentlich wieder nach Hause gehen können und am Schluss dann auch sagen, ich bin hier gut betreut worden. Vielen Dank, Herr Professor Matzdorf. Vielen Dank, dass auch Sie uns zugesehen haben. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen und auf YouTube. Werden Sie gesund.